Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Gerne. Warum gibt es auf den Autobahnen so viel Stau? Das ist eine gute Frage. Das hat ganz unterschiedliche Gründe. Aber ein Grund hier in der Gegend, in der Region Karlsruhe, ist, dass wir keine 24-Stunden-Baustellen haben. Also beispielsweise ist da eine Fahrbahnerneuerung auf der A5, auf der Autobahn. Und da möchte ich, dass da 24 Stunden gearbeitet wird, dass die Baustellen schneller fertig sind, weil da gibt es sonst jeden Tag unmöglichen, also ganz viel Stau, und das ist total unnötig, weil wenn die Baustelle schneller fertig wäre, dann würde es auch nicht so viel Stau geben. Ja? Und das ist natürlich für alle Menschen total nervig. Gibt es so eine Art Konkurrenzkampf zwischen Zug und Auto? Ich würde sagen, Konkurrenzkampf nicht unbedingt, sondern es geht darum, dass es halt einen Wettbewerb auch gibt. Ich bin immer dafür, dass die Bahn, ich bin ein Bahnfan, ich fahre sehr gerne Bahn, dass die Bahn gute Angebote macht, und dann gibt es die Möglichkeit, dass man auf längeren Strecken auf jeden Fall immer den Zug nehmen kann, wenn das möglich ist. Aber wenn jemand mit dem Auto fahren will, aus welchen Gründen auch immer, soll er das selbst entscheiden. Deswegen würde ich sagen, Konkurrenzkampf nicht unbedingt, aber es sollte schon einen Wettbewerb geben. Zum Beispiel, wenn ich weiß, dass ich mit dem Zug doppelt so schnell bin und es jetzt nicht sehr teuer ist, dann ist das durchaus eine Alternative. Genauso bei manchen Strecken gibt es ja auch noch das Flugzeug oder auch das Fahrrad. Findest du es schlecht, dass so viele Leute mit dem Auto fahren? Ich meine, es gehört einfach dazu, dass viele Leute mit dem Auto fahren. Es geht gar nicht anders. Und wenn man zum Beispiel auch Kinder hat und arbeitet, dann ist man teilweise schon sehr darauf angewiesen. Ich bin aber auch kein Gegner davon, dass man auch, wenn es geht, mit dem Fahrrad fährt. Das mache ich auch. Ja. Aber es geht halt auch nicht immer. Hat eigentlich das Elektroauto eine Chance zu überleben? Also ich glaube, dass elektrische Autos, dass das schon ein bisschen die Zukunft ist. Allerdings ist natürlich die Herstellung von den Batterien auch nicht so wahnsinnig umweltfreundlich. Und der Strom muss ja auch irgendwo produziert werden. Das heißt, ich bin persönlich ein großer Fan von Elektroautos. Ich fahre auch gerne Elektroautos. Aber ich bin auch dafür, dass man die Motoren, die es im Moment gibt, dass man die weiterentwickelt. Also ich bin zum Beispiel jemand, der den Diesel gar nicht verteufelt. Ich finde moderne Dieselmotoren super. Man darf natürlich auch nicht bescheißen, wie das gemacht worden ist. Hast du vielleicht mitbekommen, dass man da so technische Sachen eingebaut hat, dass die Abgaswerte oder die Lärmwerte besser sind. Also wenn, dann muss man es richtig machen. Und dann haben die Benzin- oder Dieselmotoren, wenn man die weiterentwickelt, auch eine gute Chance, denke ich. Ja. Weil halt Elektroauto auch nicht so wahnsinnig umweltfreundlich ist bei der Herstellung der Batterien. Und jetzt noch ein paar Fragen zu dir persönlich. Was findest du besser, Hund oder Katze? Ich mag Hunde mehr. Und du? Wir haben eine Katze, also eher Katzen. Und was magst du von den zwei Dingen mehr, Handball oder Fußball? Ich habe Handball und Fußball früher mal gespielt. Wenn ich jetzt entscheiden müsste, lieber Fußball, weil Handball ist schon sehr körperbetont. Kann man sich auch leicht verletzen. Und jetzt was zum Trinken, Tee oder Kaffee lieber? Ich trinke lieber Kaffee. Und du? Ich trinke eher Tee. Okay. Danke für das Interview, Christian.